Ja, Herr Schuller, wir stehen hier vor Leo Vinci oder Leo Vinci Auspuffanlagen aus Italien, glaube ich. Die sieht man öfter auf etwas schnellen Rollern. Gibt es da Probleme im Straßenverkehr mit den Behörden? Also, soweit die Besitzer nicht hergehen und irgendetwas aufbohren bei den Krümmern, gibt es keine Probleme. Es sind alle Auspuffanlagen homologiert mit E-Prüfzeichen. Es gibt einen E-Prüfbericht dazu, den sollte der Benutzer mitführen bei der Verwendung dieses Auspuffs. Und sie sind qualitativ sehr hochwertig, werden alle in Italien produziert. Dieses Werk stellt unter anderem auch verschiedene Auspufftöpfe für Originalverwendung von diversen italienischen Marken her. Jetzt hat die jugendlichen Rollerfahrer haben ein etwas begrenztes Taschengeld. Was kostet so eine Anlage ungefähr? Diese Auspuffanlagen sind im Preisbereich zwischen 70 bis 170 Euro, je nach Ausführung und Type. Aber von der Qualität unterscheiden sie sich deshalb nicht. Das ist nur eine optische Abweichung. Wenn er etwas anders aussieht, dann kann es sein, dass er unter Umständen teurer ist. Das hängt zusammen mit teilweise Edelstahl oder einfach matt lackiert. Das ist dann ein Unterschied im Preis. Und kann ein Jugendlicher so eine Anlage selbst einfach installieren oder muss das in einer Werkstätte durchgeführt werden? Also bei den meisten Moped-Modellen kann man das ohne weiteres selbst montieren. Hängt natürlich sehr vom handwerklichen Geschick des einzelnen Benutzers und Besitzers ab. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt zu Leo Vinci für Motorräder. Leo Vinci erzeugt seit sehr vielen Jahren bereits Auspufftöpfe für Motorräder, um die Optik zu verbessern. Das ist, glaube ich, jetzt speziell bei den neuen Motorrädern sehr wichtig, wenn man sich diese Auspufftöpfe ansieht, die teilweise serienmäßig montiert sind. Es gibt die verschiedensten Formen, angelehnt an die Motorräder.